Herzlich willkommen auf hiphop.de, herzlich willkommen bei On Point, jede Woche Montag, mein Name ist Aria, ihr wisst Bescheid, frohes neues Jahr an alle, die zuschauen, 2018, 1.1.2018, erste Folge On Point, natürlich sofort direkt, ihr wisst ja Bescheid, ne? Erster Weihnachtsfeiertag, 1.1. gibt's keine Pause bei uns, hiphop.de, wir sind ja wie die Premier League quasi. Heute, ganz bestimmtes Thema, denn die hiphop.de Awards gehen bis, wenn ihr das heute seht, bis zum Ende des Tages, das heißt bis 23.59 Uhr, könnt ihr noch abstimmen. Deswegen gehen wir heute auch wählen, meine lieben Freunde. Ja? Awards, ich wähle einmal die Awards, soll auch gar nicht so eine krass lange Folge werden. Ne? Einmal durchwählen, einmal vielleicht drüber sprechen kurz, euch zeigen, wie man wählen kann, obwohl dieses Jahr, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, über 60.000 Leute mitgemacht, aber trotzdem einmal zeigen für alle, die nicht wissen, wie es geht, wie man mitmachen kann, was man gewinnen kann, denn man kann diese geilen Megaboom-Dinger von Ultimate Ears gewinnen, natürlich, ne, danke an Ultimate Ears, danke an Yalcin, der die Dinger klar gemacht hat, die könnt ihr gewinnen, wenn ihr mitmacht bei den Awards, nicht nur die, es gibt irgendwie 6 verschiedene Sorten oder 5 verschiedene Sorten, keine Ahnung, steht alles in dem Artikel, ja. Ich binde übrigens das Voting, also den gesamten Artikel unten rein, in die Videobeschreibung, ja, könnt ihr einfach draufklicken, dann seid ihr direkt da oder ihr googelt einfach oder auf dem Handy auf der Seite, ist sehr, sehr einfach zu machen. Nur zum Verständnis, bevor wir anfangen, ja, ich werde nicht über alle Nominierten hier reden können, sonst wird das eine persönliche Jahresrückblick anderthalb Stunden Folge. Übrigens, wo wir dabei sind, gestern hat Roots seine traditionelle Badewannen-Jahresrückblick-Folge rausgehauen. Was los, könnt ihr euch reinziehen, binde ich euch jetzt hier rein, könnt ihr draufklicken, aber erst nach meinem Video hier gucken, ja, Tab aufmachen, speichern, blabiblub. Ich werde versuchen, in aller Kürze mal die Awards zu voten, es geht halt wirklich nicht darum, alles durchzusprechen, deswegen werde ich versuchen, ja, fairerweise auch, nur kurz über denjenigen zu sprechen, den ich wähle. Über alle anderen spreche ich, versuche ich nicht zu sprechen, damit es einfach fair ist. Ja, damit ich nicht 2 Leute vergesse, ist ja auch scheiße. Ich rede über denjenigen, den ich wähle, und ich werde auch ein bisschen so die Ami-Kategorien, sagen wir mal, auf die leichte Schulter nehmen. Das werden wir jetzt nicht so krass behandeln, sonst wird das Ding hier 35, 40 Minuten lang. Könnte man eigentlich auch machen, aber ich will euch jetzt nicht hier komplett überfordern. Ja, Mann, ich sag mal so, steigen wir einfach direkt ein. Fangen wir doch an mit der wichtigsten Kategorie natürlich des Jahres. Auch geil, dass wir immer mit so einem Knaller anfangen, ne? Bestes Album national, bestes Album des Jahres. Ich habe das schon in meinem Jahresrückblick, wo ich so 10 Highlights des Jahres aufgeschrieben habe. Wahrscheinlich für mich das beste deutsche Album dieses Jahr kam von Crow, das war True. Das war ein extrem langes Album, das habe ich jetzt auch schon sehr, sehr oft bemäkelt, ob im Jahresrückblick, auch damals bei der On Point. Aber ja, also für mich wirklich produktionstechnisch ein Meisterwerk, sehr geil ausproduziert, die Themen sehr, sehr reflektiert und ehrlich. Ich weiß, dass Crow das nicht so mag, dass über ihn immer geredet wurde, im Sinne von, er ist jetzt erwachsen und das ist jetzt ein neuer Crow und so weiter und so fort. Aber ein Stück weit ist es natürlich eine neue Facette, die er zeigt. Ist noch ausgereifter alles, noch ein bisschen durchkonzeptioniert. Ich tue mich jetzt schon hier schwer, nicht über alle anderen Alben zu reden, die hier aufgelistet sind, aber es sind noch einige, wo ich auch meinen Haken setzen könnte. Ja, ich mache das jetzt hier der Zeit ist halber einfach mal kurz und knackig. Bei den Amis wähle ich Kendrick Lamar, da könnte man jetzt auch mit Jay-Z gehen, hat mir auch sehr gefallen, aber Kendrick eigentlich ohne Zweifel bestes Album des Jahres mal wieder gedroppt. Wird man dann auch bei den Grammys, denke ich, deutlich sehen. Kommen wir zu der nächsten Kategorie, bester Newcomer des Jahres national, ja. Hätte ich vielleicht mal das Voting lieber irgendwie in einer anderen Reihenfolge begonnen, weil, Alter, bestes Album und bester Newcomer, also das ist wirklich vielleicht die schwierigste Kategorie, wo ich mich entscheiden könnte, weil es wirklich sehr, sehr viele Leute gibt, die ich dieses Jahr großartig gefunden habe. Jetzt mache ich es trotzdem, ne? Also Rin, Bowser wären natürlich jetzt die offensichtliche Wahl. Ich finde auch daran Enno, Azimemo, Sufjan, haben wir sehr viel drüber geredet. Habe ich auch sehr viel dieses Jahr drüber geredet. Alle sehr jung, alle ihren eigenen Style, haben alle dieses Jahr sehr gut durchgezogen. Aber ich gehe jetzt irgendwo fairerweise oder interessanterweise mit Remo. Ja, warum? Weil Remo der Einzige ist unter diesen Leuten, der singt. Ja, Joni auch. Joni könnte man auch noch als Sänger irgendwie betiteln. Aber ich finde, Remo passt sehr gut in die Entwicklung, in die Deutschrap gerade, in die Richtung, in die sich Deutschrap gerade entwickelt. Ja, ich denke, er wird noch Großes erreichen die nächsten Jahre, weil einfach sehr melodisch, sehr gutes Gespür für Hooks. Produziert er selber auch. Also das wäre jetzt vielleicht auch nochmal ein Faktor, der hier mit reinspielt, wenn man sagt so, ey, Alter, der hat auf Maximum produziert, der hat auf Capo-Album produziert. Ich nehme Remo, weil sehr interessante Performance dieses Jahr war für mich ein bisschen so das Salz in der Suppe und wie gesagt, singt, produziert, rappt so annähernd. Ich freue mich auf die Zeiten, wenn er dann richtig anfängt zu rappen. Bei den Amis werde ich
Boah, das ist schwierig. Da schwank ich ein bisschen zwischen Cardi B, die hat extrem viel Welle gemacht, und nochmal im zweiten Halbjahr 2017 alles mitgenommen, was ging. XXXTentacion, ja, sehr wirres Jahr. Auch krassen Namen gemacht, aber manchmal auch mehr mit negativen Sachen. Lil Pump hat natürlich einen großen Hit, sehe ich aber nicht. Ich werde mit Khalid gehen. Das ist so ein bisschen die Spiegelung zu Remo, ne, dass ich hier den Sänger auch nehme. Aber ich finde, Khalid hat im Großen und Ganzen einfach das beste Gesamtpaket abgeliefert. Ist ja auch unzählige Male für Grammys nominiert, glaube ich 5 Mal oder so, irre Anzahl. Bester Upcoming Artist ist ja auch so ähnlich wie Newcomer, ne? Bester Upcoming Künstler aus unserer Sektion. HipHop.de/Upcoming, wisst ihr ja Bescheid, für alle Newcomer, die vielleicht noch nicht so groß sind wie Yoni, Mortel, Oji Kimo, Sufjan und so weiter. Die können sich dann da selbst eintragen, und dann gibt es auch einen Award am Ende des Jahres. Ich gehe mit Kuzeng, ist meine Wahl. Ja, zieht euch das rein. Kuzeng, heile Welt. Hat, glaube ich, letzten Tage sogar 100.000 Klicks auf YouTube geknackt. Teilweise mehr Klicks als Leute, die bei Bester Newcomer nominiert sind. Krass auch, das ist die Spielregeln des Internets. Aber ja, ist für mich ein Künstler, der sich nicht so anbiedert an den aktuellen Style, an den aktuellen Trends, sondern sein Ding durchzieht, das, was ihm am besten liegt, durchzieht. Und dafür hat er sich meine Stimme verdient. Das feiere ich. Gehen wir weiter zur nächsten Kategorie. Und zwar ist es jetzt Bestes Label National. Können wir eigentlich ganz schnell machen. Bestes Label mache ich eigentlich jedes Jahr sehr schnell, weil es mit die einfachste Kategorie, finde ich. Natürlich, Banger Musik, die letzten Jahre großartige Arbeit geleistet, immer noch dieses Jahr großartige Arbeit geleistet. Aber für mich dieses Jahr 385 ideal. Das Jahr, in dem sie vielleicht mal endlich diesen Preis gewinnen können. Ja, ich finde, die hätten das die letzten Jahre auch verdient. Dann gab es immer wieder ein Label, was halt astronomisch gute Arbeit geleistet hat, auch wirtschaftlich gute Arbeit geleistet hat, wie Banger Musik oder Selfmade, die denen dann nochmal den Preis so ein bisschen vor der Nase weggeschnappt haben. Aber dieses Jahr mit dem absoluten Durchbruch von Nemo, ja, mit der geilen Tour von Nemo und Olexesh, mit dem Album wieder von Chill und Abdi, die sind ja zurückgekommen, haben sehr, sehr viel gemacht dieses Jahr, haben extrem gutes Händchen für Talente, wissen die dann auch sehr, sehr gut zu vermarkten. Ja, das haben wir ja schon im Jahresrückblick auch besprochen mit Jonas, Roos, Toxic und so weiter. Und deswegen 385 ideal. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Labelheimat für Olex und Nemo. Und generell machen die da halt wirklich vieles richtig. Der Vibe stimmt. Ja, schöne Grüße an Sin auch. Also da stimmt vieles. Vieles. Können sich viele Labels in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Best Label international werde ich mit Top Dog Entertainment gehen. Man könnte jetzt auch Quality Control nehmen mit Migos und Lil Yachty und so weiter. Hat Yachty dieses Jahr ein Album gedroppt? Ja, das war dieses Jahr, ne? Teenage Emotions. Ja, krass. Ist ja auch hart gefloppt, glaube ich, zahlentechnisch. Das ist dann auch das Problem bei Quality Control. Ich glaube, die schaffen es nicht wirklich, den Hype in Zahlen und wirtschaftlichen Profit umzumünzen. Und das ist dann wirklich bei der Kategorie Bestes Label auch ausschlaggebend irgendwo. Und ich denke, Top Dog Entertainment macht hier von allen Labels. Roc Nation macht auch einen sehr guten Job, aber Top Dog Entertainment macht halt, ne, die haben die Musik, die haben die Qualität, aber dann schaffen sie es halt auch, das entsprechend zu vermarkten und so groß zu machen, wie es eben geworden ist. Ich kenne Glamar, hatte die größte erste Verkaufswoche des Jahres. Ist nicht selbstverständlich für die Musik, die er macht. Ne? Da gibt es auch noch einen Ed Sheeran, da gibt es auch noch einen Drake, da gibt es auch noch einen Eminem und so. Bei denen hat auch vielleicht teilweise die Musik eine Rolle gespielt, warum das nicht so gut geklappt hat bei Eminem und Drake und so weiter. Aber ja, viel gute Labelarbeit, auch viele gute Moves gemacht, Top Dog. Gehen wir weiter zur nächsten Kategorie, und zwar Bester Song national. Ihr werdet das vielleicht gemerkt haben, wir haben ja dieses Jahr bei Bester Song und bei Bestes Album, Bester Song, ich glaube, das sind die zwei Kategorien, ja, haben wir 15 Songs bzw. Alben nominiert statt 10, ne? Weil Königskategorie, lasst die Fans noch ein bisschen mehr Auswahl haben hier bei den Dingern. Ich denke, ich werde auch tatsächlich hier gehen mit, ja, mit Crow, Unendlichkeit, ja. Ich fand Unendlichkeit wirklich ziemlich krass, ja. Ganz anderes Level als alle anderen Songs. Also wir haben jetzt natürlich hier viele Hit, klassische Hit-Songs, ne, die dann im Club laufen. Aber wenn man so zurückguckt auf das Jahr in 5 Jahren, ja, und sehen will, was war der beste Song des Jahres, dann denke ich auch so ein bisschen an Zeitlosigkeit, was kann die Jahre überdauern, und da wäre ich, glaube ich, am ehesten bei Crow. Wirklich, kann ich genau das gleiche sagen wie zum Album. Also sehr, sehr reflektiert, sehr durchkonzeptioniert, sehr geil ausproduziert. Ja, lyrisch, vom Songwriting her, erste Klasse. Definitiv das Beste hier, würde ich sagen. Der beste Song international ist auch schwierig, ehrlich gesagt. Ist auch schwierig. Ich tendiere zu Lil Uzi Vert, XO Tour Life. Habe ich, glaube ich, am meisten gehört von all diesen Songs. Wobei Jay-Z Story of OJ auch geil ist.
Gibt's auch viele, ey. Unforgettable hat den Sommer geprägt. Humble war ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krasser Fan von, lustigerweise. Bodak Yellow hat alles rasiert, Mask Off. Also, es gab dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viele krasse Hits. Rockstar natürlich werden vermutlich die meisten wählen, so allein, weil es auch sehr krass nach Deutschland rübergeschwappt ist. Aber ich nehme, denke ich, am Ende des Tages Lil Uzi, XO Tour Life, einfach weil ich den am meisten, glaube ich, gehört habe. Auch krasser Song, kam ein bisschen unerwartet vielleicht für viele Leute, dass Uzi dann in der Lage ist, tatsächlich auch so einen sehr atmosphärischen, geilen Song zu droppen. Der wird ja oft abgestempelt, auch als Mumble-Rapper und so. Da kann ich jedem nur ans Herz legen, seine ersten Mixtapes zu hören, auch das Album zu hören. Also der hat's schon drauf, Alter. Der weiß sehr, sehr genau, wie man Melodien mit harten Raps, aber es ist hart, deutlichen Rap-Verses mischt. Ja, so viel zu Lil Uzi. Sind wir jetzt bei Bestes Video national. Bestes Video national, muss ich sagen, haben die Leute dieses Jahr sehr, sehr geile Arbeit geleistet. Sehr unterschiedliche Videos auch, was mir ein bisschen so den Job schwierig macht, hier auch eins auszuwählen. Ich glaube, handwerklich ist vermutlich das Marvin Gaye featuring Chaz, Keine Menschen von Michael Jackson. Schöne Grüße an dieser Stelle. Handwerklich vermutlich das krasseste Video, was dieses Jahr gedreht wurde. Also im Sinne von handwerklich meine ich jetzt natürlich so technisch, ne, Kameraführung, Bearbeitung und so weiter und so fort. Wobei, damit will ich keinem anderen hier auf den Schlips treten. Da waren krasse, alter, Contra K, Diamanten war auch krass von Shao Casado. Ja, LFR war extrem kreativ, was One Take gedreht haben. UFO 361 für die Gang, sehr simples Video. Sehr geil auch. Schwierig, ja. Also ich gehe, glaube ich, mit Marvin Gaye und Chaz, Keine Menschen. Das war dann doch schon das spektakulärste Video, wobei ich mir genauso gut vorstellen kann, Contra K Diamanten zu wählen. Ja, aber allein aus dem Grund, dass Shao letztes Jahr das Ding gewonnen hat. Gehen wir weiter. Bestes Video international. Ja gut, das ist dann schon ein bisschen einfacher. Da gehe ich mit... Ich wollte gerade sagen, ich gehe mit Humble. Ganz easy. Ja doch, ich gehe mit Humble. Also Humble hatte dann... Den Song habe ich nicht so krass gefeiert, aber das Video hatte dann doch schon sehr krassen Effekt. Die ganzen Special Effects, die reingeballert haben, die ganzen Kamerafahrten, die ganzen Perspektiven und die Ideen. Es war einfach Endlevel kreativ. Es waren auch andere Videos hier extrem kreativ dieses Jahr, aber Humble hat schon die Messlatte dieses Jahr videotechnisch im Rap gesetzt, meiner Meinung nach. Boah, sind aber viele gute Alben, viele gute Videos dabei, ne, muss ich sagen. Auch die Amis. So, dann sind wir bei Beste Gruppe National, was ja dieses Jahr so ein kleines bisschen gefühlt besten Rap-Solo-Act National ersetzt, weil es so viele Kollabos und Gruppen gab. Ich denke, ich werde bei Beste Gruppe / Duo National meine Stimme an Casey und Summer geben. Ja, Casey Rebel, Summer Jam, Banger-Musik, Duo. Ey, also wie überraschend war das, dass die beiden ein Album machen erstens? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Es hat schon Sinn gemacht im Kopf, aber dann, als man das Album gehört hat, muss man sagen, hat es nochmal die Erwartungen übertroffen. Sehr, sehr freshes Album, definitiv eins der besten Alben dieses Jahr auch, also generell besten Alben. Haben auch besser zusammen harmoniert als viele andere, die sich dieses Jahr zusammengeschlossen haben. Ja, ich finde, haben einen Ticken besser harmoniert, auch als Savage und Sido auf Albumlänge, was auch logisch ist, weil Savage und Sido sich für ein Projekt zusammengefunden haben, Casey und Summer seit jetzt mittlerweile wahrscheinlich 6 Jahren oder so auf dem gleichen Label sind und immer wieder Songs miteinander machen und sich kennen. Beste Gruppe international, Easy, Migos. Konnte keiner dieses Jahr mithalten. Gehen wir weiter zur nächsten Kategorie und das ist bester Live-Act international und da muss ich sagen, ey, bevor das Ding jetzt, ja, zum 32. Mal an Kinku Savage geht, den ich hier normalerweise blind jedes Jahr wählen könnte, ich wähle dieses Jahr Olexesh. Ich finde, Olexesh hat abgerissen, ist auch so ähnlich wie Kinku Savage live, also die ganze Dynamik, der Style der Live-Show ist mehr Kategorie Kinku Savage als jetzt beispielsweise Kategorie Rin, ja, feiere ich gar nicht. Live-Kategorie finde ich jemand, der auf Playback performt, ja, und selber kaum irgendwie ins Mic rappt, weißt du, die Stimmung quasi anheizt, quasi das ganze Ding nur hostet, kann für mich in so einer Kategorie gar nicht stattfinden, also ist für mich nicht legitim, hier überhaupt einen Anspruch auf das, kein Hate gegen Rin, ne, wie gesagt, die Songs, Hits waren krass dieses Jahr und so weiter und so fort, hat jetzt nichts auch mit Rin zu tun. Gibt viele, die heutzutage nur noch so performen. Kann ich nichts von anfangen. Also dann schon eher Casper Materia, Leute, die wirklich alles auf der Bühne lassen und alles, wirklich ihre ganze Energie reinstecken. Sixten auch ganz krass. Contra K, krass. Oder eben Olexesh. Lackmann, alter Lackmann. Müsst ihr auch live sehen, ey. Bester Live-Act international ist auch wieder ganz easy, nämlich J. Cole. Ich habe, glaube ich, alle auf dieser Liste gesehen. Ja, bis auf Drake. Der ist ja nicht in Köln aufgetreten. Aber J. Cole mit Abstand der souveränste und der beste
auch am meisten Gedanken reingesteckt in das Live-Konzert. Nas ist auch ein Live-Monster, aber Nas habe ich auf dem Frauenfeld gesehen. War eine Festival-Show. So, J. Cole habe ich auf Tour gesehen, durchkonzeptioniert, geile Four-Acts, J.I.D. war da, Earthgang war da. Sehr nice. Also Hut ab für J. Cole und seine Live-Welt-Tournee hier an der Stelle. Bester Produzent national, ja. Wer hat die meisten Hits produziert dieses Jahr? Wer war für die geilsten Beats zuständig dieses Jahr? Normalerweise so sehr, wie ich das Crow-Album jetzt gelobt habe, müsste ich jetzt natürlich auch auf Crow hier gehen. Aber ich werde mit Lucrei gehen, ja. Lucrei, jemand, der für mich Anfang des Jahres unterm Radar geflogen ist. Man hat ihn hier und da mal bei KMN-Videos gesehen, ne, also den Namen. Aber dieses Jahr, dicker. Also Pate Fleece kam Ende des Jahres, letztes Jahr. Er hat Casal produziert, auch ein Mega-Hit. Er hat jetzt ganz frisch wieder Jinnah von AZ produziert. Hat zwischendurch sehr viel Yoni produziert. Yoni anonym, Lucrei anonym. Immer auch eine Handschrift zu erkennen bei ihm. Deswegen für mich bester Produzent des Jahres. Lucrei ist aber wirklich sehr, sehr eng. Also ich könnte auch fast jeden anderen SOTT, Sikon, Veteran, dicker abgerissen, Lambo, Diablo, GT und so weiter. Also ich will hier niemanden unter den Tisch fallen lassen. Bester Produzent international, ey, international dieses Jahr die Kategorien wirklich, wirklich einfach. Ich tue mich da wirklich sehr, sehr leicht. No ID, easy. Hat das Jay-Z-Album gemacht, komplett aus einem Guss, komplett ein Film, also wirklich kompromisslos durchgezogen. Extrem geiles Album. Also ich hätte vielleicht auch Jay-Z gewählt statt Kendrick bei Album des Jahres. Wenn ich in 5 Jahren zurückschaue, werde ich vielleicht auch denken, Jay-Z war schon das Bessere. Kann ich mir gut vorstellen. Wir sind schon bei über 20 Minuten, deswegen ziehen wir jetzt durch. Ja, Lebenswerk national. Ich würde, glaube ich, am ehesten Richtung Sido tendieren, aber einfach aus dem Grund, dass Spectre, ne, was steht vor Sido? Irgendwie noch gefühlt Spectre wegen der Maske und wegen dem ganzen Ding und Agro und so weiter mit der ganzen Idee. Deswegen gehe ich hier mit Spectre. Lebenswerk international. Auch wieder easy, gebe ich meine Stimme an Mobb Deep, Rest in Peace Prodigy, den ich mehrmals getroffen habe die letzten Jahre. Sehr traurig und sehr schockierend, sehr überraschend von uns gegangen ist. Und ja, Mann, es ist krass, wie viele Leute sich gemeldet haben und gesagt haben, ey, Alter, Prodigy, Rest in Peace, so wegen dir rappe ich oder wegen dir ist Straßenrap dies und das und so. Also ein extrem einflussreicher Typ. Havoc natürlich, also ich rede jetzt über Prodigy, weil er leider verstorben ist. Naja, für Havoc gilt genau das Gleiche, auch vielleicht mehr auf Produzentensicht als Rapper. Aber ja, man, Mobb Deep, ich meine, Notorious B.I.G. kann man auch wählen, könnte man jedes Jahr wählen. Mobb Deep könnte man auch jedes Jahr wählen, aber allein aufgrund des aktuellen Aufhängers, denke ich, hätte Mobb Deep das sehr verdient dieses Jahr. Beste Line des Jahres, das habe ich mir vorhin schon durchgelesen und ich habe einen sehr, sehr eindeutigen Favoriten, beziehungsweise zwei. Einmal, wenn man der Beste ist, ist es normal, dass man der Beste ist von Kool Savas. Eigentlich meine Lieblingsline des Jahres. Aber auf die Frage, ob ich Deutscher bin, kann ich nur sagen, dass ich in jedem Falle gerne in Deutschland bin. Abdi, Bruder, den Nagel auf den Kopf getroffen, ja, mit sehr, sehr einfachen Worten. Sehr, sehr viel gesagt, sehr viel Emotionales auch ausgedrückt. Weißt du was, ich nehme, wenn man der Beste ist, ist es normal, wenn man der Beste ist, weil ich glaube, ich, als ich den gehört habe, das war direkt im Kopf so, puh. Bester Rap-Solo-Act national dieses Jahr, dadurch, dass sehr viele Leute ja in Gruppen aufgetreten sind, unter anderem Savas, ne, unter anderem Sido, Farid Kolle und so weiter und so fort. Haben wir dieses Jahr die Chance, ein bisschen außergewöhnlicher hier auszuzeichnen bei Rester Rap Solo Act National? Ist das die letzte Kategorie? Ja, es ist die letzte Kategorie hier. Ich schwanke zwischen, eigentlich könnte man das Ding UFO geben. Er hat sehr gut abgerissen. Aber UFOs Mixtape war mir dann doch entschieden zu lang. Andere Möglichkeit für mich wäre PA Sports, der beeftechnisch dieses Jahr großes Thema hatte und auch oft live gegangen ist auf Facebook, geile Aktionen gemacht hat, also das muss man wirklich sagen. Der Move, dass SpongeBob seinen Diss-Track bringt und dann PA, glaube ich, eine Stunde später oder eine halbe Stunde später mit seinem Video geantwortet hat, quasi schon vorbereitet hat, war von der taktischen Kriegsführung her natürlich allererste Sahne, wie gesagt, mit Vorbehalt genießen, weil wie viel Politik da jetzt drin gesteckt hat, keine Ahnung, bin ich nicht involviert. Ich kann nur sagen, dass für die Außenwirkung natürlich strategisch das ein krasser Move war. Kalim hat ein geiles Album gemacht, habe ich noch gar nicht hier erwähnt. Geiles, kurzes, kompaktes Album, so die Länge würde ich mir für UFO wünschen, so die Herangehensweise. Wasteel natürlich überkrass Comeback gestartet. Suna hat sehr viel Welle gemacht, wirklich sehr viel Welle. Ich habe auch viel Suna gehört Anfang des Jahres. Sein Album hatte auch viele Hits. Das war auch
teilweise fand das ja auch schon im letzten Jahr statt mit der Promophase und den Singles und so weiter. Deswegen ist immer so ein bisschen schwer. Ja, Leute, die so über den Jahren hinweg releasen, muss man sagen, haben per Definition so ein klein bisschen Nachteil bei den Awards. Aber ich denke, meine Stimme wird auf Nemo fallen. Ja, Nemo, meines Erachtens, Gesamtpaket, das Beste dieses Jahr. War nicht das beste Album des Jahres, muss ich definitiv sagen. Ich finde, soundtechnisch können die da noch eine Schippe drauflegen, können noch ein bisschen fokussierter werden. Die Beats waren doch ein bisschen nicht so krass auf den Punkt gebracht, wie man es sich wünschen würde. Ich empfehle dann immer Nemos Freestyle bei Flex FM, wo er steht und Parts aus seinem Album performt. Da merkst du erst, wie die auf anderen Beats wirken. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr auf Nemos Parts und Lyrics und die gesamte Atmosphäre eingehen können. Ja, das war mir dann noch nicht auf den Punkt, nicht on point genug so, ja. Wobei ich sagen muss, natürlich die Singles waren extrem krass von LFR heute mit mir, auch wie er die ganzen Songs wie Telephone, Rhythm and Flues hat er ja zu Hits gemacht, ja. Also das Gesamtpaket aus lyrischer Finesse und Hitlastigkeit, ja, Gespür für Hits und einfach wie er performt, wie er gerade Moves macht, so seine ganze Inszenierung, sein ganzer Grind, live gegangen und so weiter und so fort, gefällt mir extrem krass. Besten Job insgesamt gemacht dieses Jahr, meiner Meinung nach, Nemo. Bester Rap-Solo-Act international. Das ist jetzt wirklich schwer zu sagen, aber ich gehe tatsächlich mit Jay-Z. Ja, so ein bisschen paradox natürlich. Man müsste jetzt hier eigentlich Kendrick Lamar wählen, weil habe ich auch bei Video gewählt, habe ich auch bei Album gewählt. Ne? Aber ich denke, es ist noch ein Ticken schwieriger gewesen für Jay-Z, das zu erreichen, was er dieses Jahr erreicht hat, als für Kendrick. Ja, weil Kendrick ist ein heißer Typ, hat den Rückenwind, hat gerade dieses Movement und hat sich meines Erachtens ein bisschen auch für eine leichte Route entschieden mit dem Album, weil es zeitgenössisch ist, weil er Produzenten in sein Team reingeholt hat, wie Michael Made It, ne, die bewiesenermaßen natürlich Hits machen können momentan. Hat dann ja auch geklappt mit Humble und DNA und so weiter, war auf Kendrick zugeschnitten, aber trotzdem sehr modern. Es war nicht so dieses mit The Pimp a Butterfly, mit dem Album davor hat Kendrick sehr viel riskiert, hat sehr viel herausgefordert, war ein sehr schwieriges Album für die Zuhörer auch. Mit dem Album war dann eher Easy Listening angesagt, ja, und das hat Jay-Z eben nicht gemacht. Jay-Z hat das gemacht, was Kendrick zum Beispiel mit To Pimp a Butterfly gemacht hat, ein sehr sperriges Album, sehr schwer zugängliches Album, musikalisch und auch technisch, weil das nur auf Tidal erstmal war. Deswegen, ja, Hut ab, dass es dann doch für so großen Anklang und Erfolg und wirklich auch Impact in der Szene und in der Kultur gesorgt hat. Generell auch krass, dass man mit seinem 13. Studioalbum dann nochmal einen drauflegt. Hey, Hut ab, Jay-Z, bester Rap-Solo-Act. Damit wären wir hier durch. Könnt natürlich unten nochmal eure E-Mail-Adresse, beziehungsweise müsst ihr unten nochmal eure E-Mail-Adresse bitte reintun, ja, dann abschicken. Nur dann könnt ihr eine Megaboom, Megablast und so weiter gewinnen von Ultimate Ears. Nochmal vielen Dank an Ultimate Ears. Hiphop.de Awards 2017. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wo habe ich komplett bescheuert abgestimmt. Ihr könnt euch ja auch gerne nochmal die Folge von letztem Jahr reinziehen. Ey, das ist doch voll die lange Folge geworden, ey. Meine Güte, meine Güte. Frohes Neues an alle, die zugeschaut haben. Schöne Grüße an alle, die ich erwähnt habe, alle Rapper. Und es tut mir leid an alle, die ich nicht erwähnt habe. Ja, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, ich werde nur den Sieger vorlesen. Jetzt ist es doch anders gewesen, ist auch zu lang gewesen. Vielleicht schneide ich das auch noch, ehrlich gesagt. Boah, vielleicht schneide ich das ganz kompakt. Ganz ehrlich, wenn ihr das seht und die Folge geht nur 10 Minuten, dann wisst ihr, ich habe aus 35 Minuten 10 Minuten geschnitten, weil kein Bock jetzt irgendwie 8 von 10 Leuten vorzulesen und 2 dann eben nicht. Seht das hier jetzt nicht als meinen umfänglichen Jahresrückblick an. Dafür haben wir ja die Jahresrückblicke gehabt. Die sind jetzt übrigens alle draußen, könnt ihr euch reinziehen. Letzte Folge natürlich die besten Rapper des Jahres, besten Alben des Jahres, besten Punchlines des Jahres. Könnt ihr euch reinziehen, linke ich hier rein oder gleich irgendwo hier fast auf meiner Fresse. Quasi wie immer, wisst ihr Bescheid. Leute, Hiphop.de bedankt sich vielmals für ein geiles 2017. Vielen Dank, dass ihr immer dabei wart. Ich bedanke mich, dass ihr immer zugeschaut habt bei On Point. Zu viel gelabert jetzt. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. On Point, 1.1.2018. Bis nächste Woche. Peace out. Pew.